Also schönen guten Tag, mein Name ist Oliver Till und was ich jetzt machen werde in den nächsten 15 Minuten, ist Ihnen das Projekt für den T2 Campus in Genk in Belgien vorstellen. Und ich habe jetzt schon eine Weile hier da hinten gestanden, ein bisschen zugehört und ich habe eigentlich zunächst mal festgestellt, dass ich jetzt natürlich schon länger in den Niederlanden wohne, als ich jemals in Deutschland gewohnt habe. Und das hat eigentlich zur Folge, dass ich den Begriff der Konstruktion vielleicht auch ein bisschen verkehrt interpretiert habe, weil im Niederländischen übersetzt man das mit Dekonstruktie und das heißt eigentlich das Tragwerk. Und Konstruktion bedeutet im Deutschen vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, ich habe mich vor allen Dingen jetzt ein bisschen auf das Tragwerk konzentriert, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir auch finden, dass das Tragwerk natürlich eigentlich das entscheidende Element der Architektur ist, was sozusagen am langfristigsten und am permanentesten ist und das Tragwerk natürlich auch das ist, was im Grunde genommen die Möglichkeiten eines nachhaltigen Bauens wirklich bestimmt. Das heißt, wenn ich ein Haus baue, was eine Konstruktion hat, die nicht flexibel ist, die es nicht zulässt, dass ich andere Programme in einem Haus unterbringen kann, dann wird das Haus einfach abgerissen. Und deshalb ist es einfach wichtig, sich sozusagen auf dieses Tragwerk zunächst mal beim Entwurf zu konzentrieren. Und wir sind der Meinung, dass das Tragwerk natürlich im Grunde genommen bestimmend ist für die Architektur. Ich bin auch mit Herrn Karfeld eigentlich einverstanden, wenn man sozusagen dieses UFO gesehen hat, was er da gerade präsentiert hat. Wenn ich ein Haus entwerfe und ich kann visuell das Tragwerk nicht fühlen, dann ist es in jedem Fall keine Architektur. Dann ist es vielleicht Design oder irgendwas anderes. Aber wir finden, dass eine wesentliche Eigenschaft der Architektur eigentlich die ist, dass man das Tragwerk in irgendeiner Weise visuell nachvollziehen können muss und sollte. Aus unserer Perspektive ist es so, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass wir vor allen Dingen europäische Architekten sind. Das heißt, wir haben einen sehr europäischen Blick auf die Architekturproduktion und sehen das eigentlich vor allen Dingen immer in, sagen wir mal, einer langfristigeren Perspektive. Und für uns ist eigentlich diese Collage, die ich hier zeige, von Francesco Venezia eigentlich immer eigentlich eine wichtige Mahnung eigentlich, dass man sich eigentlich bei der Produktion irgendwie klar machen muss, dass wir natürlich Teil sind eines großen kulturellen Prozesses und dass wir im Grunde genommen natürlich immer wieder mit den gleichen Fragen am Kämpfen sind. Und das ist einfach wichtig ist sozusagen eigentlich auch zu schauen, welche Lehren kann man vor allen Dingen auch aus der Vergangenheit ziehen, um sozusagen sinnvoll in die Zukunft hinein planen zu können. Wenn wir über das Tragwerk und die Konstruktion sprechen, da gibt es natürlich, sagen wir mal, relativ viel Literatur zu diesem Thema, vor allen Dingen aus dem 19. Jahrhundert. Die haben wir eigentlich auch alle mal konsumiert, um uns eigentlich auch sozusagen, sagen wir, zu bilden. Und auch im 20. Jahrhundert gibt es da einige interessante Beispiele und vielleicht sagen wir so die einer der letzten, der sozusagen in der die modernistische Periode betrachtet hat, ist Kenneth Frampton mit dem Studies on Tectonic Culture, die eigentlich auch in unserem Werk, also sozusagen uns auch sozusagen prägt, in dem Sinne, dass wir halt finden, okay, wir sind etwas am Bauen und die Tatsache, dass das Haus gebaut wird, sollte das Haus auch ausdrücken. Das heißt, das Haus ist auch ein Resultat des Prozesses, dass es gebaut wird. Das heißt, es ist nicht unabhängig. Das Bild, was vom Haus entsteht, sollte nicht unabhängig sein vom Bauprozess. Und eines der größten Probleme, mit denen wir eigentlich unter denen wir kulturell immer leiden, ist einfach die Tatsache, dass wir natürlich als Berufsgruppe seit 1970 im Grunde genommen die Basis für ein sinnvolles Konstruieren verloren haben, aufgrund der Tatsache, dass wir die Häuser isolieren müssen. Das heißt, die Konstruktion kann sich kaum noch real nach außen und innen gleichzeitig manifestieren, weil sie immer sozusagen abgeschnitten wird durch irgendwie 15, 20, 25 Zentimeter Isolationsmaterial. Und dann kommt dazu, wenn man sich öffentliche Gebäude anschaut, dass wir halt auch das Problem haben, dass wir im Inneren die Konstruktion nicht zeigen können, weil man hat dann immer irgendwie eine Akustikdecke, wo irgendwie Technik geführt wird. Man hat dann vielleicht noch einen Computerflur und der Brandschutz führt noch dazu, dass man alles am besten noch irgendwie einpacken muss. Und man hat das Gefühl, dass einem, zumindest das bei uns das Gefühl ganz oft, was entsteht, dass uns eigentlich die Konstruktion sehr oft entgleitet. Und wir haben in dem Sinn auch immer großes Mitleid mit so Architekten wie Aldo Rossi und Richard Meyer,
die eigentlich sozusagen als erste sozusagen, als erste Generation mit dieser Tatsache knallhart konfrontiert worden sind. Das heißt, die haben angefangen und denen ist eigentlich sofort alles weggenommen worden. Und die mussten eigentlich sich irgendwie dazu positionieren. Und wir haben Gott sei Dank sozusagen mittlerweile ein bisschen Vorlauf. Das heißt, wir wissen, okay, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und wir sind eigentlich so als Büro zumindest auf der Suche, um der Konstruktion wieder, sagen wir mal, eine zentralere Rolle in der Architektur zu geben. Das ist für uns auch nicht so einfach, weil wir natürlich auch aus einem ästhetisch geformten Kontext kommen. Das heißt, wir leben natürlich auch in einer Welt von Websites und Instagram. Und es ist natürlich nicht so einfach, um eigentlich erstmal auch zu verstehen, dass zum Beispiel diese Architektur des Minimalismus eben sehr zweifelhaft ist. Und wir versuchen uns da sozusagen zu lösen, um sozusagen das Bauen an sich, um dem auch selber mehr einen Platz zu geben in der ästhetischen Wahrnehmung der Architektur. Und wir stellen aber auch fest, dass es nicht so ganz einfach ist, auch aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich mit vielen Nutzern zu tun haben. Die stellen auch ästhetische Ansprüche an Gebäuden. Und es ist zum Beispiel nicht so einfach, wie man das hier zum Beispiel hat, eine Betonkonstruktion in sich zu lassen, weil viele Leute das einfach schrecklich finden und die wollen das gerne verkleiden. Die wollen die Konstruktion nicht in Sicht. Was ich jetzt zeigen möchte, ist ein Schulbau in Belgien auf dem Gelände einer ehemaligen Mine. Und das Projekt ist eigentlich Teil einer Serie von Universitätsgebäuden, die wir in Belgien nach und nach errichtet haben oder errichten, die eigentlich versuchen, einerseits mit der Konstruktion zu experimentieren, neue Organisationsformen möglich zu machen, die zu viel kompakteren Gebäuden führen und die, wo wir auch versuchen, die Konstruktion als solches stärker zu thematisieren. Es kommt dazu zu sagen, das Haus ist ein Billigbau. Es ist errichtet für 1100 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, es gab nicht viel, was man sozusagen machen konnte. Und es ist innerhalb von sehr kurzer Zeit errichtet worden. Das heißt, wir haben den Wettbewerb gewonnen. Und 3 Jahre später war das Haus mit seinen 28.000 Quadratmetern fertig. Und wir haben das nicht alleine gemacht. Also hier hinten steht Jeroen de Waal, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von uns. Der ist hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und der hat da 3 Jahre seiner Jugend an dem Projekt verbracht. Und ich habe immer gesagt, das ist das schönste Haus, was du jemals in deinem Leben bauen wirst. Und das tun wir immer aus 2 Gründen. Einerseits ist es immer gut, darauf hinzuweisen, dass es natürlich ein Luxus zu bauen ist, weil es kann auch einfach so sein, dass wir halt eben nicht bauen als Architekten und sitzen wir dumm rum. Und andererseits muss man natürlich schon glauben an die Sachen, die man macht. Und wenn man sich suggeriert, das ist das schönste Haus, was ich mache, und man sagt das 3-mal am Tag zu sich, dann ist man vielleicht noch, kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Das Haus steht in jedem Fall auf einem ehemaligen Minengelände. Es gibt einen Masterplan. Wir haben hier unten in der unteren Ecke schon mal ein Haus gebaut, aber ich spreche jetzt über dieses Gebäude hier. Und ist eigentlich zunächst mal eine Art Industriehalle. Wir haben das auch versucht, als Industriehalle zu entwerfen. Das heißt, es gibt vor allen Dingen Stützen. Und zwischen den Stützen kann sich alles Mögliche entfalten. Die Struktur ist vor allen Dingen flexibel. Das finden wir auch spannend, weil wir sind sowieso nicht interessiert am Raumprogramm, weil sich das ohnehin immer ändert. Und wenn man das Haus flexibel entwirft, stimuliert man natürlich auch einen Prozess, wo sich sozusagen die Nutzer emanzipieren können und auch eigentlich auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise so ein Haus benutzen. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir im Grunde genommen die definitiven Grundrisse eigentlich, sagen wir mal, 4 Wochen vor der Fertigstellung überhaupt erst fixiert haben, weil der Bauherr immer noch sozusagen überlegt hat, wie kann ich das Haus eigentlich nutzen. Und auf dieser Industriehalle steht obendrauf eine Schule, die eigentlich wiederum aus einer flexiblen Struktur besteht, weil ich eigentlich diese gesamten Wände, die hier gezeichnet sind, rausnehmen kann, da wir über tragende Fassaden und eine tragende Wand zum Gang sprechen. Und das ist dann eigentlich, sagen wir, so wie sich das im Schnitt präsentiert. Das heißt, man sieht die Industriehalle, obendrauf die Schule und in der Mitte gibt es ein großes Atrium, was eigentlich dafür sorgt, dass die Schule mit ihren eher bescheidenen Dimensionen räumlich verbunden wird mit der Welt der Industriehalle. Und das sieht man hier nochmal im Schnitt. Das heißt, das Gebäude ist 150 Meter lang. Es gibt in der Mitte ein 80 Meter langes Atrium. Und das sorgt eigentlich, dass die Dinge räumlich
zusammenkommen. In dem Falle bei dem Projekt war eigentlich Konstruktion alles. Das heißt, wir haben hier ziemlich viele Modelle gebaut, die eigentlich fast nur aus konstruktiven Elementen bestehen, um sozusagen herauszufinden, was ist eigentlich der harte Kern der Architektur und wie können wir eigentlich eine Architektur machen, die möglichst viel offen lässt, aber trotzdem die entscheidenden Dinge definiert. Und das führt dann eigentlich zu so einer Art Zwitter. Das heißt, es gibt einerseits ein betonisches Haus, dann gibt es die Isolationslinie und außen drum gibt es nochmal eine Stahlkonstruktion, die eigentlich vor allen Dingen dazu da ist, die Sonne draußen zu halten, die Fassade zu warten und das Bild der Konstruktion von innen nach außen transportiert. Das Haus ist zu 85% aus Prefab-Betonelementen hergestellt und wurde im Grunde genommen in der Fabrik vorgefertigt und am Bau innerhalb von sehr kurzer Zeit montiert. Die Konstruktion ist dabei so entworfen, dass wir sozusagen versucht haben, möglichst viel der Haustechnik schon mal mit zu integrieren. Das führt dann auch zu einigen Sonderlösungen, wie zum Beispiel diese Balken, die Stahlbalken sind, um sozusagen hier Leitungen transportieren zu können. Aber sagen wir mal, der übergroße Teil sind reine Betonelemente, wobei wir dann in die Betonelemente immer schon Leitungen oder Leitungstracés mit aufgenommen haben, um zu verhindern, dass wir überall sozusagen den Aufbau Haustechnik montieren müssen. Und die Bauweise ist eher primitiv, das heißt, es sind sagen wir mal, eine relativ Stonehenge-artige Stapelung von sagen wir mal, vertikalen Kolonnen und vor allen Dingen immer großen Balken. Und des Weiteren ist es so, dass wir versucht haben, eigentlich möglichst wenig Innenausbau zu verwenden. Also wir finden Innenausbau generell nicht so besonders interessant und dass wir eigentlich eben das gut finden, wenn die Konstruktion selber eigentlich sozusagen auch den Charakter der Räume definiert und haben eigentlich versucht, diese Atmosphäre des Stapelns von konstruktiven Elementen auch im Innenraum, soweit das ging, nachvollziehbar zu lassen. Und im nächsten Schritt haben wir dann eigentlich das gesamte Haus mit Structural Glazing eingepackt und dann eigentlich eine Stahlfassade um das Haus herumzuwickeln, um eigentlich sozusagen genügend Sonnenschutz zu realisieren und eigentlich auch dem Haus eine sinnvolle Gliederung zur Umgebung zu geben. Das heißt, man sieht dann eigentlich eine Vollglasfassade, immer Zugänge, die sozusagen also auf eine Fluchtwege sind, 8 Meter hohe Stützen und dann ein 4,5 Meter auskragendes Stahldach. Und man sieht dann eigentlich, dass diese, sagen wir mal, 150 Meter Fassadenlänge vor allen Dingen eben gegliedert wird durch diese Stützen und das weiße Dach, die sozusagen eigentlich vermitteln zwischen dem landschaftlichen Charakter des Standorts und dem, sagen wir mal, gläsernen, aber eher industrielleren Innenraum. Dann sieht man nochmal, wie es über die Ecke aussieht. Die Ansicht von vorn, Ansicht der Rückseite mit großen Logistiktoren und dann eigentlich die Innenwelt, die einerseits eine flexible Welt ist mit vor allen Dingen einer sehr starken Beziehung zwischen Innen und Außen, wo sozusagen Berufsausbildung stattfindet. Das heißt, es ist ein gläserner Pavillon. Man muss sich realisieren, normalerweise finden diese Ausbildungen eigentlich immer statt in geschlossenen Hallen, wo man überhaupt nicht rausgucken kann, sondern es ist eigentlich im Grunde genommen eine Art Nationalgalerie, wo man drin arbeiten kann. Und hier sieht man so ein bisschen die Beziehung zwischen der inneren und der äußeren Konstruktion, die ist natürlich abends besonders gut sichtbar. Und wenn man dann innen reingeht, ist das Haus vor allen Dingen geprägt durch dieses große Atrium. Das sieht hier ein bisschen kahl aus, aber das wechselt immer sehr schnell. Das wird sehr intensiv durch den Nutzer verwendet. Und da finden auch sehr, sehr oft Ausstellungen und Konferenzen im Atrium statt. Und das Atrium wird eigentlich wiederum sagen wir mal, sehr stark geprägt durch den konstruktiven Charakter dieser Betonelemente. Wir mussten die weiß streichen. Der Bauherr wollte nicht, dass wir das als Sichtbeton oder als Beton so lassen. Und dann eben sagen wir mal, so eine Verbindungsplateaus. Und das Atrium selber ist dann eigentlich gegliedert in einerseits eine Restaurantzone und dahinter eigentlich diese flexible Halle, die ich schon gezeigt habe. Und dann gibt es immer diese
Plateaus von 12 bei 18 Metern, die eigentlich so als informelle Orte innerhalb dieser Struktur genutzt werden. Und sieht man so ein bisschen, wie das aussieht. Und also wo wir uns eigentlich besonders darüber gefreut haben, ist, dass wir es eigentlich geschafft haben, im Grunde genommen eine tragende Innenfassade und eine tragende Außenfassade zu machen mit Beton und eigentlich den Rest komplett zu verglasen. Das heißt, wir haben doppelt verglaste Klassenzimmer, wo eigentlich sozusagen auch ein Großteil des Lichtes über das Atrium nochmal von der anderen Seite rauskommt. Und das war natürlich ein bisschen Experiment. Wir dachten, die hängen da vielleicht Vorhänge auf oder irgendwas. Es funktioniert sehr gut. Ich habe noch niemanden klagen gehört über die Tatsache, dass man in die Klassenzimmer reingucken kann. Und das führt dazu, dass man unabhängig der Tatsache, dass das Gebäude auch auf der kurzen Seite sehr tief ist, also es ist im oberen Stück ungefähr 35 Meter tief und unten 90 Meter tief, dass man eigentlich fast an jedem Punkt aus dem Haus nach außen gucken kann, was wir eigentlich eine wesentliche Qualität von Architektur finden, dass man auch irgendwie versucht, natürlich immer zu vermitteln zum Tageslicht und zur Umgebung. Und hier sieht man noch so ein bisschen die Lehrumgebung, das heißt, die Minenlandschaft ist Teil des Klassenzimmers. Und hier sieht man nochmal die gleiche Situation, die ich vor uns gezeigt habe. Also man sieht dann hier die Stütze. Zum Teil gibt es dann doch ein bisschen Verkleidung, eine Structural Glazing Fassade und diese Stahlkonstruktion, die eigentlich als Sonnenschutz dient. Vielen Dank. Applaus